Zum einen haben wir im sportlichen Bereich dein Rennen. Das heißt, Amateure können auf die Bahn, wenn sie sich vorher qualifiziert haben und können tatsächlich die 166 Meter per Bahn fahren. Das ist eine ganz spannende Sache, das habe ich letztes Jahr gemacht. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Und dann haben wir natürlich Tag der Schulen am Montag. Das ist ein ganz tolles neues Konzept, sodass wir mehr die Jugend an den Bahnradsport oder generell an den Radsport bringen. Auch das finde ich absolut richtig. Wir wollen am Montag ein öffentliches Training machen, ab etwa 10 Uhr, wo wir Schüler einladen, zusammen mit Werder, die sich den Sport angucken können. Und wir haben da drei Vorträge drin, auch mit Franco Marulli. Wie kann man über sportive Betätigung ein besserer Schüler werden? Es gibt so ein Minidrom, das ist also eine Miniatur-Radrennbahn. 14 Meter ist sie lang, 6 Meter und 20 breit. Diese Bahn gehört einem ehemaligen Weltmeister, Bahnrad-Weltmeister, der mit dieser Bahn auf der Welt unterwegs ist. Und das ist eine ganz eigene Szene. An jedermann Sportlern, an Freaks, die auf so kleinen Radrennbahnen fahren. Und genau diese Bahn bauen wir ins Foyer der ÖVB-Arena. Und dann werden wir täglich dort kleine Wettbewerbe durchführen. Wir hoffen uns dadurch natürlich einen Besuch einer Radsportszene, die dann zunächst selbst aktiv ist und dann nach ihrem Sport dann auch in unsere Halle kommt und dann den Profisport dazu schauen wird. Wir werden eine Mittelbühne erstmalig einführen. Mittelbühnen gibt es häufig bei ganz, ganz großen Künstlern. Peter Maffay, David Garrett, das sind so Künstler, die Mittelbühne bespielt haben. Und man merkt dann sehr genau, dass der Künstler im Mittelpunkt einer Arena steht. Die Bindung zum Besucher ist viel, viel näher. Und genau das werden wir dieses Jahr auch machen. Es wird also eine Mittelbühne direkt unter dem Videowürfel aufgebaut. Es hat nur Vorteile und ich bin sehr gespannt, Micky Krause zu erleben auf der Mittelbühne. Das habe ich noch nie machen dürfen. Darüber hinaus haben wir eine andere Neuigkeit, vielleicht nicht ganz so groß, aber wir werden Milli Vanilli haben am Sonntag auf der Mittelbühne in Halle 1. Und zwar nicht die Künstler, die damals nicht gesungen haben, sondern die Künstler, die damals im Hintergrund gesungen haben, werden jetzt Milli Vanilli stellen. Und da freue ich mich auch sehr.